voller Saal. Wie schön. Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend zu Super 8 Expanded, dem zweiten Super 8 Abend beim 7. Filmfest Bremen. Genau, live aus dem Theater Bremen heute hier, live und in Farbe, meistens zumindest, mit ganz viel Publikum. Mein Name ist André Feldhaus und zusammen mit Susanne Braun darf ich heute durch diesen Abend führen. Du hast es gerade schon gesagt, wir haben natürlich die Filme live hier, wir haben Gäste live hier, wir haben Live-Musik, wir haben Live-Lesung und wir haben einen Livestream. Hallo auch an euch draußen vor den Bildschirmen, an den Laptops und PCs. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und wir haben ein Live-Publikum. Schön, dass ihr da seid. Yeah. Und man merkt's, man spürt das Publikum, es ist super. Ihr seid jetzt schon klasse und genau, man braucht nicht mehr so viel Abstand zu halten wie letztes Jahr. Also wenn wir wollen, können wir uns wir dürfen etwas uns auch ein bisschen näher kommen. Näher kommen. Aber das besprechen wir später. Je nachdem, wie es läuft. Was passiert denn sonst eigentlich heute hier beim Super 8 Abend? Super 8 ist vielleicht den meisten ein Begriff, vielleicht, hoffentlich. Sonst schaut mal da in die Mitte, da ist ein Tisch, da steht ein Projektor drauf, da werden Super 8 Filme abgespielt. Ja, das ist ein altes Format, früher mal so Amateurfilmformat und dann Kult geworden. Das ist ganz kurz gefasst. Expandet deswegen, weil wir ganz viele Sachen hinzufügen. Wir fügen Wort hinzu, Literatur, Text und Musik. Wir haben Live-Musik heute. Das heißt, rundes Programm mit auch eventuell Wagnissen. Ich sage sofort dazu, Super 8. Alles live. Alles live, da knistert es auch mal, da rattelt es auch mal. Ich meine, der Film wird heute wohl nicht stecken bleiben, hoffe ich mal. Aber wenn es passiert, Leute, das ist alles auch Super 8, okay? Das gehört dazu. Dafür ist das aber auch total einzigartig, was wir hier zusammen erleben. Den Moment, wo wir hier im Raum sind, wo wir die Musik gemeinsam spüren können mit allen Sinnen, das ist natürlich auch das Besondere, wenn wir hier sitzen und das erleben dürfen. Wenn wir hören, wie die Kinder in der ersten Reihe auch noch ganz gespannt sind, was hier alles passiert. Schön, dass ihr auch da seid. Und wir gemeinsam diesen Abend heute zelebrieren können. Du hattest gestern schon einen ziemlich langen ersten Super 8 Abend. Was hast du denn da gemacht? Ja, ich glaube, man sieht es noch ein bisschen, oder? Also es steckt mir noch in den Knochen. Wir haben dort einen Abend gemacht mit 19 Filmen, die auf Super 8 gedreht wurden, aus der ganzen Welt. Wir hatten nicht damit gerechnet, dass wirklich fast alle FilmemacherInnen gekommen sind. Das war wunderbar. Es waren so tolle Leute dort. Hochkarätig, teilweise auch Leute, die erst den zweiten Film machen. Aber ich war total begeistert, nur der Abend zog sich. Ich glaube, um 12 habe ich dir geschrieben, wir machen gerade Pause. Also mit Mitternacht. Und dann ging es noch, wie lange? Ja, nicht so lange, eine Stunde oder so. Also war 4 Stunden. Vier Stunden. Ja, die Sauferei wollen wir jetzt mal nicht erwähnen. Also das reine Programm, eine Stunde. Es war sehr schön. Ich habe diese Woche auch ziemlich viel mitgenommen, denn ein paar von den Leuten, die bei dir gestern waren, die waren auch bei mir bei den Studio-Talks. Und ich habe gelernt, dass es auf jeden Fall eine besondere Art und Weise gibt, Super 8 inzwischen auch zu entwickeln. Es gibt auch Leute, die sich da jetzt auch schon ökologisch auf den Weg machen. Ich habe gehört, mit Kaffee, mit Rotwein, also eins in der Hand. Und eins, was man dann halt sozusagen nutzt, um den Film zu entwickeln. Ich glaube, die Dagi Brundert ist hier irgendwo. Die weiß dazu nämlich mehr, kann da einige Rezepte loswerden. Also, heute trifft analoger Film auf jeden Fall auf eine geballte Ladung disziplinäre Kunst in all seinen Formen. Und davon sind 9 Teams, die wir hier heute sehen. 8 davon sind von einem Musiker untermalt. Genau. Zu dem kannst du noch ein bisschen mehr sagen. Zu dem kann ich vielleicht was sagen. Hey Miles, er steht etwas im Schatten, aber das ist oft so, wenn Musiker, okay, that's better now. Genau, also ich darf ganz herzlich mal vorstellen, einen wunderbaren, multitalentierten Musiker, dem die Bremer Bühne nicht ganz fremd ist, wir werden auch darüber sprechen, Miles Perkin. Dankeschön. Just a few words, Miles, okay? Because I just mentioned in German that, we're speaking English because we're born in Canada, right? Yeah, I come from Canada. And that's also kind of a reason that you're here today. Yeah, part of the Jazz Ahead year. Exactly. From Canada, yeah. Genau, wir haben Kooperationspartner, die ich gleich auch nochmal alle in aller Ausführlichkeit nennen werde. Eine davon ist die Jazz Ahead. Und die Jazz Ahead beschert uns jedes Jahr einige Musiker. In diesem Fall ist es Miles. Du lebst, glaube ich, in Berlin. You're living in Berlin? Or? Yeah, I live in Berlin. Yes. Yeah. And what are you planning tonight? What is all that? Mostly the contrabass and a little bit of guitar. And I'll sing a little bit and I have some effects to make some noise and okay yeah and
Lots of things. We'll one person, lots of instruments. Sometimes. And last question: is it all improvised? Also, ist das alles jetzt improvisierte Musik oder hat er sich vorbereitet? Wie kann man das sich vorstellen? It's a bit of a mix. I just met all the teams from all the films just a few hours ago, and we watched together and talked about some things. Mm-hmm. And now on the stage, we quickly ran. So I have an idea of what I'm going to do, but it's not too clear. So it's all in the moment. It might not happen exactly with a little bit of an idea behind it. Okay, a direction at least. Is there. Thank you, Miles. We'll speak later again. Sure. After you managed most of your set. Schön, dass Sie Miles Perkin. Thank you. Danke nochmal. So ein Abend funktioniert ja nicht so ganz alleine. Dafür braucht es einige Hände, Köpfe, Gelder, Partner. Genau, wir deuteten es schon an, der Filmabend heute wäre nicht möglich. Es ist schon das zweite Mal, dass Super 8 in dieser interdisziplinären Form auf dem Filmfest Bremen stattfinden darf. Das haben wir auch dem unter anderem, aber auch sehr maßgeblich dem Leiter des Filmfest Bremen zu verdanken, der selbst ein sehr großes Herz hat für analogen Film. Ich weiß nicht, ob Matthias hier ist oder ob er ist da, das ist wunderbar. Er hat so viel zu tun. Hallo. Danke, Matthias Greving, für deine Liebe zum analogen Film. Und dieser Abend ist eine Kooperation des Filmfest Bremen mit dem Filmbüro Bremen, mit dem Kommunalkino City 46, hier anwesend in Form von Alfred und Jan, mit denen wir noch sprechen werden. Dem Bremer Literaturkontor, ganz wichtig, denn die Texte kommen ja auch irgendwo her, von Autorinnen und Autoren, mit denen wir auch auf der Bühne sprechen werden. Der Firma Kodak, eine der bedeutendsten, wenn nicht die bedeutendste Firma im Sektor des Super 8. Und die ist uns sehr wohlgesonnen und sehr freundlich. Und der möchten wir herzlich danken. Und eben auch der gerade genannten Jazz Ahead, die größte Jazzmesse in Europa, mittlerweile vielleicht auch irgendwann der Welt. Die findet in Bremen statt in der nächsten Woche. So. Und das waren die Kooperationspartner. Ein kleiner Applaus wäre total super. Gerade schon erwähnt, wir haben zwei Menschen an diesem Projektor dort in der Mitte des Raums, nämlich Alfred Thees und Jan Drangmeister. Und wir werden nachher noch ein bisschen miteinander sprechen. Da komme ich nämlich zu euch hoch und ihr erzählt mir ein bisschen was von eurer Arbeit. Schön, dass ihr da seid. So, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt haben wir auch Lust auf einen Film, oder? Also jetzt können wir langsam mal... Ich kriege nämlich auch schon mit, ihr wollt auch loslegen, denn jetzt kommt nämlich euer Film. Aber ich muss vorher noch fragen, es geht super los mit Superhelden und Superheldinnen. Sag mal, welche Superhelden waren denn dir so präsent in der Kindheit? Superhelden und Superheldinnen? Zählt der Benjamin Blümchen zu und Samson? Ja, warum nicht? Weil das war so, glaube ich, meins. Ich bin dann stecken geblieben an der Ecke. Das ist voll okay, weil bei mir war es Bibi Blocksberg. Okay. Ja, und später dann Sailor Moon. Aber so in DC und Marvel bin ich nie so hängen geblieben. Das werden mir einige jetzt ziemlich quer nehmen hier im Raum, weil ich sage es jetzt einfach mal. Wir haben aber einen ganz anderen Blick auf Superhelden und Superheldinnen. Nämlich jetzt bei dem kommenden Film. Und für diesen bitte ich jetzt die Lilith Betten erstmal nach vorne für den Text. Lilith, komm zu uns. Denn wir sehen jetzt die Super 10, Film und Text Lilith Betten und Leonie Lindenberger mit der Kindergartengruppe. Film ab. Hallo Welt, ich bin eine der Super 10. Meine Superkraft ist Kinderschminken. Ich bin so gut darin, dass sich nicht nur Kinder von mir schminken lassen. Wir sind auch super. Unsere Superkraft ist Klettern.
Mein Tanztalent überstrahlt alles. Wir sind so schnell wie ein Gepard. Nein, noch schneller wie ein Blitz. Ich fühle mich im Wasser so wohl wie ein Fisch. Und schwimmen kann ich mindestens genauso gut. Ich kann sehr gut aus kleinen Teilen etwas bauen. Das ist meine Superkraft. Was meine Superkraft ist? Capoeira natürlich. Mich hast du alleine vor der Kamera nicht gesehen. Und das wirst du auch nicht. Das kommt, weil meine Superkraft ist, dafür zu sorgen, dass hinter der Kamera alles gut funktioniert. Wir sind die Super 10. Einzeln sind wir stark. Zusammen sind wir stärker. Applaus, ihr dürft jetzt auf die Bühne kommen. Ach, herrlich. Das sagt alles. Was für eine Kraft ihr hier mit in den Raum gebracht habt mit eurem Film. Und ich merke schon, ihr seid total aufgeregt. Ich muss jetzt gerade mal gucken, wie ich gleich zu euch komme. Aber erstmal, Lilith Betten, du bist ja mit der Leonie Lindenberger, die heute leider nicht da leider sein kann. Habt ihr dieses Programm gewuppt und ihr habt diesen Film nach vorne gebracht? Und erstmal, wie war es denn für dich? Und dann muss ich gleich euch fragen, wenn ich zu euch nach vorne komme. Also für uns war das super spannend, weil wir sowohl Leonie als auch ich noch nie mit einer analogen Filmkamera gearbeitet haben. Und für die Kinder war es auch, glaube ich, spannend, weil die wollten immer sehen, so wo ist denn die Aufnahme, die wir jetzt gerade gemacht haben. Die haben halt das Display gesucht an der Kamera. Sehr schön. Wir haben hier vorne Amalia, Anton, Bennett, Annie, Justus, Rosa, Linu. Du bist Rosa. Luca, Pina und Samuel. Und jetzt muss ich euch mal so vom hinteren Rücken fragen, wie war das denn für euch, so einen Film zu drehen? Wer möchte was sagen? Mega, mega krass. Mega, 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 mega krass. Ich habe gerade schon gehört, richtig gut. dass ihr noch gar nicht so richtig gesehen habt, wie ihr das überhaupt produziert, was da los ist. War das komisch für euch, ohne, ihr seid total eingenommen von der Kamera da vorne. War das komisch für euch, etwas zu drehen ohne Ton und ohne, dass ihr wisst, was da kommt? Ich komme mal zu dir. Ja. Wie war das für dich? Wer möchte was sagen von euch? Möchte jemand? Wie der Sprecher? Ja. Für mich war das normal. Hast du schon mal mit Super 8 gearbeitet? Hast du schon mal sowas gemacht oder was war einfach normal? Ja. Und wisst ihr noch, wie lange das gedauert? Wie lange habt ihr zusammen gearbeitet? Wie lange habt ihr daran gedreht? Ein Tag, ganz viele Tage? Wisst ihr das noch? Mehr. Ein paar Tage.
Und wisst ihr noch, habt ihr das jetzt heute zum ersten Mal gesehen? Oder habt ihr schon mal reinschauen dürfen? Das erste Mal. Das erste Mal. Wie hat denn sich das angefühlt? Gut. Toll. Gut. Also tendenziell positiv, habe ich das Gefühl. Also, so. Welchen Superhelden habt ihr denn eigentlich, damit ihr den Film überhaupt gemacht habt? Ich habe das mit dem Schminken gemacht. Du hast das mit dem Schminken gemacht. Ah. Cool. Und darf ich mal fragen, wer den Text gemacht hat von euch? Waren das eher so die Erwachsenen oder habt ihr mitgeschrieben oder wie ist das gelaufen? Das waren die Erwachsenen. Okay, du hast gar kein Mikro, aber das waren die Erwachsenen. Okay, kein Problem, sorry. Das waren die Erwachsenen. Was habt ihr denn für Superhelden? Ich war mit Anton, meine Superkraft war super schnell. Okay, was waren die anderen Superkräfte? Was hattet ihr noch für Superkräfte? Ich konnte richtig gut schwimmen. Okay. Habt ihr noch einen für uns? Was habt ihr noch für eine Superkraft mitgenommen? Vielleicht das Zuhören? War das auch eine Superkraft? Vielleicht. Wir wissen es nicht. Wollt ihr sowas manchmal wieder machen? Habt ihr Lust, sowas mal wieder zu machen? So ein Super-8-Film? Ja? Die beiden haben noch was. Ich glaube, die wollen gerade nichts sagen. Das ist aber okay. Ich habe auch das Gefühl, dass hier so eine gewisse Professionalität sich schon heute auch darstellt. Ne? Der Blick in die Kamera und die Posen. Also ich glaube, da kommt vielleicht noch was, oder? So ein zweites Werk? Bestimmt. Oder war es zu anstrengend, jetzt mal ehrlich mit Super 8 zu drehen? Man sieht ja wirklich nicht, was man gerade gemacht hat. Nö, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Hm. Also zumindest, ne? Also den Erwachsenen auf jeden Fall und den meisten Kindern hat es auch Spaß gemacht. Und ich glaube, zumindest Leonie und ich hätten da schon Lust drauf, das nochmal zu machen. Ja. Dann glaube ich, wir sehen euch nächstes Jahr wieder, vielleicht wieder mit euch zusammen, vielleicht seid ihr auch wieder mit dabei. Auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr diesen tollen Film gemacht habt und dass ihr heute hier wart und so eine Bühnenpräsenz an den Tag gelegt habt. Ja. Danke euch. Schön. Mit so vielen Menschen so hier vorne. So viele Menschen auf der Bühne, genau. Ich habe mich gerade mal an die da gewöhnt, da im Publikum. Ja, eben. Und jetzt so die Bühne schon so voll. Das wird leider beim nächsten Film nicht der Fall sein, weil leider beide Filmmacherinnen verhindert sind. Sie gucken vielleicht gerade zu, deswegen winke ich mal dort in den Stream sozusagen. Hallo, Patricia. Vorher wollen wir noch jemanden auf die Bühne holen. Entschuldigung, ich rushe, ich will Filme sehen. Ja, aber ich will auch Filme sehen. Nein, völlig falsch. Aber falsch. Ich möchte gerne noch vorher mit jemandem reden. Gut, dass du da bist. Wir sind zu zweit, weil einer reicht nicht. Weil es hat ja einen besonderen Grund, warum sowas im Programm stattfindet. Das denkt sich ja jemand aus. Beziehungsweise, wenn es sich jemand ausdenkt, dann muss es auch jemand mit ins Programm reinfädeln und organisieren. Und ich möchte gerne mit dieser Person darüber sprechen, wie es überhaupt zustande kam, das alles wieder aufzustellen und aufzubauen. Deswegen bitte ich auf die Bühne die Programmleiterin vom Filmfest Bremen, Ilona Rieke. Ilona, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, wieder hier sein zu dürfen und mit so vielen echten Menschen in einem Raum. Kann man irgendwas abnehmen? Oder? Ich kann entweder das Mikro halten oder die Kamera und die Filme, aber ich kann dir die Kamera auch gerne erstmal geben. Wir machen es ganz kompliziert heute. Oh. Danke dir. Gut. Mhm. Jetzt habe ich die Kamera, jetzt muss ich was sagen, oder wie? Nein. Schon, also ich erkenne so ein paar Sachen wieder vom letzten Jahr. Mhm. Mit der habt ihr auch gearbeitet, nicht wahr? Genau. Und ich habe hier noch so das Rohmaterial mit quasi die Kassette, so wie man sie bekommt, die man dann da einlegt. Das können wir gleich dann mal zeigen. Mhm. Und dann hinterher, wenn die Filme entwickelt worden sind, dann kommen die aus dem Labor und werden auf so kleine Spulen aufgezogen. Und die kommen dann in den Projektor für die Projektion. Also das hat viele Schritte, so ein Super 8 Film, bis der wirklich sozusagen vom Konzept bis auf die Leinwand kommt. Mhm. Letztes Jahr durfte ich das ja schon das erste Mal kennenlernen. Das heißt, das ist jetzt nicht mehr das erste Mal für mich. Mhm. Aber ich habe natürlich auch nicht alles in Erinnerung. Ich weiß, das Tolle daran ist, wenn man hier vorne dieser drauf Knopf, drückt, ne? Das ist sofort, dann geht's los.
Dann rattert's. Naja, es rattert. Wahrscheinlich nicht am Objektiv, das war jetzt blöd. Aber egal. Ich wüsste jetzt nicht mehr. Ich wüsste jetzt nicht mehr. Ich weiß noch, irgendwie 3 Meter lang ist so ein Film. Es sind 15 Meter, es sind 3 Minuten und 20 Sekunden, wenn man mit 18 Frames per Second aufnimmt. Das ist die Normalgeschwindigkeit für Super 8. Siehst du mal, ich hatte gedacht, 15 Minuten und 3 Meter, genau umgekehrt. Ja. Wie kriege ich jetzt den Film da rein? Da gibt es hinten so einen Knopf, den drückst du, André. Mhm. Du bist da ja auch geübt. Und dann geht dieses Fach auf, genau. Da kommt dann diese Kassette rein, exakt. Wie, so vielleicht? Genau, ja, genau. Nee, nein. Die Bildstelle könnte dort sein. Bild auf jeden Fall. Kodak muss zu sehen sein. Das ist eigentlich so gewesen immer. Aber, Doch. Ja, genau. So. Und dann wärst du jetzt eigentlich startklar, André. Wenn das nicht ein abgelaufener Film wäre von 1972. Ganz genau. Ja, gut. Ist es denn ein abgelaufener Film? Weiß ich nicht. Ja. Ist es so? Okay. Weil ich ja wusste, dass ich das André in die Hand gebe, habe ich gedacht, das ist sicherer. Ah. Okay. Wie kamt ihr dazu? Ich meine, wir haben gerade gehört, Matthias hat eine große Liebe zu Super 8. Ihr habt gesagt, letztes Jahr lief das so gut mit dem Super 8 Meets Literature Abend. Jetzt habt ihr noch mehr Programm gemacht. Wie habt ihr euch dazu entschieden? Naja, das Filmbüro und das City 46 machen seit sehr vielen Jahren gemeinsam den Super 8 Abend, wo es darum geht, halt Super 8 Filme mit Live-Musik zu koppeln. Und meine Vorstellung war auch immer so ein bisschen, und mit Matthias zusammen haben wir dann die Idee entwickelt, es wäre doch schön, wenn auch etwas darüber hinaus noch, kann man nicht noch mehr Elemente dazu denken, weil wir beim Filmfest immer versuchen, mit den verschiedenen Kunstsparten zusammenzuarbeiten und das immer zu tollen Effekten führt, haben wir gedacht, okay, vielleicht kann man das ein bisschen ausweiten, das Konzept, und den Leuten noch mehr Freiheit oder eine größere Bühne geben. Dann kam die Kooperation halt mit dem Literaturkontor und die Idee, das sozusagen mit Spoken Word zu koppeln, weil Super 8 ja immer in der heutigen Form zumindest Stummfilme sind, traditionell dann halt mit Live-Musik begleitet werden, aber wir haben gedacht, okay, warum nicht auch mal Spoken Word, warum nicht auch vielleicht Performance oder Gesang dazu? Also Super 8 lässt ja eine total breite Palette zu an Möglichkeiten, noch etwas über den Film hinaus zu erzählen. Ihr habt ja auch total die Wunderkiste aufgemacht und habt halt eben bei dem gestrigen Abend, den du moderiert hast, super viele verschiedene Super 8 Filme rausgeholt, auch international. Und mir war das gar nicht bewusst, dass da so eine große Community dahinter steckt. Ist das ein Trend, der jetzt gerade wiederkommt, oder war der immer schon da? Ich glaube, das kommt so in Phasen, aber es gibt Leute, die seit vielen, vielen Jahrzehnten nur auf Super 8 drehen, die das wirklich so quasi religiös machen und auch manchmal hunderte von Filmen produziert haben inzwischen. Und dann gibt es aber auch immer noch die Leute, die nachrücken, also jetzt auch die ganz Jungen teilweise natürlich, aber viele auch im Studierendenalter, die dann anfangen und mal analog drehen wollen, die komplett digital halt schon aufgewachsen sind und gerade das Materielle an Super 8 spannend finden. Und es ist ja oft so das Einstiegsmedium für analoge Filmproduktion. Und dafür eröffnet ihr den Raum, dass es noch mal mehr gesehen wird, dass auch, wie man jetzt auch hier sieht mit dem Abend, Leute mit diesem Material in Berührung kommen, die das einfach mal ausprobieren können und das dann hier schon direkt einem Publikum zeigen, damit das auch eine Wirkkraft hat nach außen. Genau. Vielen, vielen Dank, dass ihr das macht. Vielen Dank, dass du den Super 8 Film mit Kamera mitgebracht hast und wir das noch mal ausprobieren durften. Genau, dann wird es für die Leute, die das noch nicht kennen, vielleicht Super 8 im Stream ist ja auch eine interessante Kopplung von verschiedenen Jahrgängen der Technologie. Deshalb habe ich gedacht, vom Rohmaterial bis hin zum fertigen Film. Schön, sehr anschaulich. Ja. Genau, dann gebe ich dir das zurück. Ich glaube, du kannst es unten sogar. Ich nehme es einfach mal entgegen. Ich danke dir, Ilona. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns bist. Und Ilona Ricke. Vielen Dank für den Einblick. Jetzt darfst du. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Ich glaube das nicht. Na gut, dann mache ich das noch. Ich versuche es nochmal und winke nochmal in den Stream, denn dort sitzen die beiden Filmmacherinnen, die heute nicht hier sein können, leider. Patricia Paris und Ricarda Fallenbacher. Sie haben einen Film gemacht namens In dem Wort Kontrolle steckt das Wort Rolle. In dem Wort Kontrolle steckt das Wort Rolle. Ich wollte es nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Und den werden wir jetzt so abspielen, ja? Es wird sozusagen keinen Text dazu geben, aber wir haben ja Miles. Und wir genießen das. Genau. Film ab. Film ab.
In dem Wort Kontrolle steckt das Wort Rolle. Ich bin hier gerade total eingetaucht. Einmal natürlich die Musik, die das so, also ich hatte das Gefühl, wie so eine traumhafte Atmosphäre geschaffen hat. Und gleichzeitig fand ich total spannend, wie man tatsächlich, je nachdem, vor welche Linse man sich setzt oder stellt, glaube ich, schon in so einen gewissen Kontrollmechanismus fällt. Also immer irgendwie eine Rolle aufzieht. Hätte ich jetzt auch gefragt. Es ist ein bisschen müßig, natürlich Fragen zu stellen, die man gestellt hätte. Es ist ein bisschen schade, dass wir das nicht direkt fragen können. Aber ich hätte auch gefragt, wie viele Rollen haben wir gerade gesehen zum Beispiel, oder wie viele Zustände. Und ich fand es wirklich, wirklich schön fotografiert auch. Also ich fand es sehr fotografisch, einfach als Porträtfilm sozusagen. Mich hätte interessiert, was der Text sagt. Vielleicht gibt es ja nochmal die Chance, den Film dann mit Text zu sehen, falls ihr das seht. Berührt hat er uns auch so, also mich persönlich zumindest. Und dann gibt es nächstes Mal noch so ein Add-on vielleicht mit dem dazugehörigen Text. So ein Making-of vielleicht, so ja. Extra Material. Ich hätte mich auch gefragt, warum in Schwarz-Weiß? Also, wobei ich jetzt auch so dachte, es gibt einem so die Ruhe einzusteigen, es lenkt nicht so ab, man kann sich wirklich auf die Gesichter konzentrieren, auf die beiden, die das spielen. Und wahrscheinlich hätte bunt abgelenkt, Farbe. Kann sein. Hat jetzt eine gewisse Konzentration, der Film, das stimmt, mit der Musik zusammen. Und dem Spruch am Ende übersetzt, lass dich träumen. Ah, siehst du, gut, dass ich dich dabei habe. Dieses Spanisch kann ich nicht so gut. So. Ich glaube, wir können den nächsten Film starten. Wir starten. Ja. Oder zumindest noch nicht Leute ganz. Auf die Bühne holen. Genau. Wir brauchen nämlich erstmal die Lea Lünenborg auf der Bühne für den nächsten Film. Lea, komm zu uns. Mit dem Film Urban Legend, Film, Text, Collage, Greta Jebens und Lea Lünenburg. Okay. That's wir nehmen uns noch einen kurzen Wir brauchen Moment. Noch 10 Sekunden zum Einfädeln. Das ist live. Das ja, ist das nice. Analoge Projektion. Genau, du kannst dich noch mal ganz auf die Bühnensituation einlassen. Okay. Noch mal gedanklich alle umarmen, die hier so sitzen. Genau. Ja? Wow. Da. Oh. So sieht das also aus. Du bist alleine heute hier. Magst du kurz sagen, was die Beweggründe sind, dass du heute allein hier stehst? Ja, gerne. Ich schicke einen lieben Gruß an meine Freundin Greta, mit der ich den Film und den Text zusammen gemacht habe, die leider Corona-bedingt zu Hause sitzt, aber uns auf jeden Fall begleitet im Stream. Dann hoffe ich, du genießt das jetzt von dort, wo du bist, wo du sitzt. Und wir können starten. Es geht los mit Urban Legend, Film, Text, Collage, Greta Jebens und Lea Lünenborg. Film ab. Stadttauben sind keine klassischen Wildtauben, sondern verwilderte, domestizierte Tiere und stammen meist aus dem Brieftaubensport und Taubenzuchten. Ein Blick in das Leben einer Stadttaube. Wer geht, ohne sich dabei umzudrehen? Wer scheitert und spricht darüber? Wer hat schon mal so richtig gut gegessen, zusammen mit anderen? Kukurukuku, ihr Täubchen. Der Himmel wird immer blauer, Speziwetter. Und ab unter die Leute. Wir kennen uns doch auch vom Sehen. Kukurukuku. Draußen sein, noch mal eine Runde drehen mit meinem Fahrrad. Ich werde langsam rangehen. Lange nicht da gewesen. Mond und Uran hatte ich schon im Löwen. Bei richtigem Licht leuchtet das Gefieder ja in Regenbogenfarben. Kukurukuku. So, ich sitz gut, bin gut angezogen. Am Rand von dabei sein, da sind die besten Ränge. Kann man mich gut sehen? Ich sehe alles in Rosé.
noch mal so rumbaumeln. Einen Cappuccino, bitte. Alle kommen und gehen. Killing me softly. Stunde, ein Stück Glück, alltägliche Worte. Sie sind in mein Herz eingezogen, allesamt. Ich kenne den Grund und bleibe einfach hier und harre. Kukurukuku, die Welt ist grau, die Welt ist blau, die Welt ist rosé, Paloma. Legend. Und mir drängt sich sofort die Frage auf, was war denn als erstes da? Die Maske, mit der ihr was machen wolltet? Oder die Idee, etwas über die Tauben und diese Analogie zu den Menschen zu entwickeln? Ja, tatsächlich war zuerst die Idee da. Wir wollten gerne was mit der Taube machen. Und dann haben wir Gott sei Dank diese wunderbare Taubenmaske gefunden. Genau, das war witzigerweise, hat meine Freundin Greta die irgendeine Schwankhalle auf einem Stück scheinbar gesehen und dann haben wir sie uns nachgekauft. Das hat natürlich perfekt gepasst. Wer war denn da drin von euch? Oder das gar keiner? Das ist auch Greta. Zumindest haben wir sie teilweise gesehen heute. Genau. Ja, was haben wir gesehen? Greta. Ja, eben, sie ist sehr präsent auf der Leinwand, ja, stimmt. Ja, ja, auch nochmal Hut ab auf jeden Fall. Wir haben Anfang März gedreht und Greta hat sich in den Werdersee gewagt. Wir hatten Glück mit der Sonne, aber kalt war es, glaube ich, trotzdem. Ja. Das konnte man auf jeden Fall ansehen. Wie waren denn sonst eigentlich die Reaktionen, wenn ihr da mit dieser Maske durch die Leute, durch die Menschen gelaufen seid? Was habt ihr da so erlebt? Wir haben uns mehr erhofft, ehrlich gesagt. Also, viel zu normal, oder wie? Genau, irgendwie die Leute sind, ich meine, auch in der Szene, wo sie vor dem Kiosk sitzt, die Leute sind da gar nicht drauf angesprungen, so als ob man es einfach schon gewohnt ist. Also in Berlin hätte ich das verstanden. Ja, genau. Ja. Wie ist das gerade mit dieser ersten und zweiten Szene? Ihr beginnt ja wirklich mit den Tauben, die wir sehen. Und dann danach, ich musste zweimal hingucken, weil ich nicht von Anfang gesehen habe, gleich beim ersten Mal, dass ja die Person eben diese Taubenmaske aufhat und dachte, wie genial, das ist ja wirklich wie eine Schablone, könnte man diese erste Szene mit den Tauben auf dieses Bild an der Ampel legen, weil sich teilweise die Leute, die da durchlaufen, so bewegen. Ist das im Schnitt erst entstanden, wie, oder sehe ich das nur, oder war das von euch so konzipiert? Naja, genau, wir wollten auf jeden Fall diese Analogie herstellen von der ersten Szene. Das war eben ein Film, den Greta mal mit dem Handy erstellt hatte. Ja, witzigerweise vorhin im Vorgespräch mit Miles hat er auch gesagt, ah, jetzt sehe ich erst, dass es dort die Taubenmaske, dass die Person die Taubenmaske trägt. Ich finde es auch ganz cool. Sie fällt natürlich erstmal nicht unbedingt auf. Und trotzdem, ja, irgendwann wird es natürlich total klar. Sie ist, also das war unsere Idee des Films, dass es eben darum geht, ein bisschen fremd sein, trotzdem irgendwie dazugehören. Vielleicht teilweise fällt man auf oder verhält sich anders, auch vor allem in der letzten Szene. Aber genau, das geht uns wahrscheinlich allen immer mal so. Also eine Analogie. Wir haben uns ein bisschen gefragt, ob die Sympathien für Tauben bei euch groß oder mittel sind. Weil ihr habt geschrieben, die Taube so als Außenseiter. Ist die denn so ein Außenseiter? Naja, ist die Frage, ne? Ich meine, in der Stadt ist es jetzt nicht so, dass die Leute die Taube alle super finden. Nein, ja, gut. Aber genau, es gibt auf jeden Fall, also ich habe auf jeden Fall Sympathien damit, dass man irgendwie zusammenlebt und trotzdem nicht immer auf einer Wellenlänge sein muss. Eigentlich, wir...
Wir hatten auch erst die Idee, etwas über Taubenbabys zu machen, weil die ja irgendwie auch nochmal so eine ganz besondere Stellung in der Gesellschaft haben, weil man sie einfach nicht kennt. Sie existieren ja sozusagen gar nicht. Man hat noch nie ein Taubenbaby gesehen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich hatte nicht direkt ein Bild vor Augen, ob die jetzt nackig sind oder wie die aussehen. Oder die sind ob die ganz hässlich, aber das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Okay, ich habe aber trotzdem noch eine letzte Frage. Und zwar, weil wir gerade bei dem Thema Sympathien waren. Wie ist es denn, hat Greta sofort mit dieser Maske sympathisiert oder habt ihr das ausgeknobelt? Nee, ich glaube, uns war schon relativ schnell klar, dass wir es so machen wollen. Ich hatte auf jeden Fall auch total Lust zu filmen, weil wir auch eigentlich schon an die Idee so ein bisschen rangegangen sind, dass wir total Lust haben, das mal auszuprobieren mit dem Film. Genau, und ehrlich gesagt, Greta hat sich einfach super gemacht als Taube, das kann man nicht anders sagen. Hatte keine Probleme, diese Maske aufzuziehen und eben diese Szenen mit dir zu inszenieren. Genau. Lea, vielen Dank. Genau, darf ich noch ganz kurz sagen, du bist die Filmmacherin aber gewesen, ja? Du hast den Film dann sozusagen hergestellt, ja? Und ich stand hinter der Kamera. Tatsächlich, ne? Also genau. Das kann man so sagen. Die Rollen waren dann schon so verteilt. Ja. Und du hast gerade eigentlich auch Gretas Text gelesen, also es switcht so ein bisschen in. Genau. Ja, okay. Wobei Greta hat die erste Szene, wir haben ja das Video mit dem Beamer auf die Leinwand gehauen und da, das hat Greta dann gefilmt, also hatte sie auch diesen, einmal die Kamera in der Hand sozusagen. Jo. Aber ja. Dann vielen Dank erstmal für deinen Film, für euren Film. Ja, vielen Dank. Danke. So, next we will switch to English, because our guests are from abroad, or at least they prefer English as a language. I'm happy to welcome here on stage Ruoxin Fu, and there she is. A big applause for her, please. Ruoxin has made a film together with her colleague Xiang Yan, who is also present, who will join us on stage afterwards. Hello. And you named your film, I had to look this up on YouTube. I call it Eurydice. Some people called it Eurydice or Eurydice. Eurydice? Yeah, you called it differently. Yeah. Yes. Eurydice, okay? Die von Orpheus. Okay? Okay. Eurydice. So. Okay. Let's see the film. Huh? Mm-hmm. Good luck and film Thank up. You. At that moment, I saw him, his pure eyes and bare feet. He was standing there like a broken tree. Should I love him? Should I not? Should I hold his hand through beating heat and enjoy the moment that easily fades? He opened his eyes and saw nothing except a burning, shining waves. What was he looking for? I don't know. Perhaps I will never know. Eating is a daily routine, a brutal torment for me and him. Time always freezes when silence takes over the table. His shadow on the wall is biting the only light between us. I inspect my shadow is inspecting me as well. I light up a cigarette to make this room warmer. Through a smoke screen, my mind is floating away, away. Touch me, touch my hand, touch my skin, touch me.
will torture you. I don't wanna hurt you, but you're gonna make me do this. I can feel the temperature of your hand. I'd hate this feeling. See? You are bleeding. I have to leave, like our fears, but I won't turn around. I know he will stay there, and the wound will never heal up. Like a ghost of love, what are you staring at? I'm behind you. Your eyes are blinking like using some Morse code for calling help. No. No one can save you, including me. 因为这一切都是你的选择，我只是爱的先行者。 And now we welcome your colleague Chiam Yang. Welcome. Wow. Wow, okay. Are you happy? Are you satisfied? Because there's always a timing question that you that you end up in the right place, and you did. It was a perfect landing. Thank you. Very sensitive, very yes. Intense. That's what I meant, yes. Yes, I wanted to make it like a very dark story, but also a little bit like romantic. Yes, so this is and. Which were your roles? Did you film or did you write the text or what was? Yes, I wrote the text and I also directed this movie, but he's a cinematographer, so yes. Oh, okay. It seems a very artistic film. Is your background an artistic background? Yes, it's about the very famous, like a great, the Greek myth, right? The Orpheus and Eurydice. Yeah, it's a Greek mythological figure. And your background as filmmakers? Do you have a background, or is it your first time that you work? Yes, it's my first time about like all videos, and I. Known for high kunst in Hafka and then photography, but this is my first time to make this kind of film, so it's really exciting. Yeah. So how was it for you, like now, to see it here on stage with the music and the poetry and everything? How was it for you? For me, it's the first time I cooperate with Roxin, and because we know each other before for half a year, and I came very quick to get what she want, and it's for me it's very easy to cooperate with her because we can know each other in a very short time, and it's not hard to get what she feeling, and I can very quick to get an image she want. And so, and the material Super 8, are you familiar with that, or is it also your first? It's my second time before I take a film in China. Good. And, okay. Before I study photography for several years and also take large format films, so it's not hard for me. Is it okay if when I say it's a film about longing? Because I feel it's a film about, there's a lot of longing in the film. Yes, you may say that. I mean, you could say that. Yes, but actually I made this film because I want to create like a romantic but also very toxic love story. And maybe someone will find themselves in this movie, like the main characters. Yes, and some kind of like this kind of relationship that we are in. I mean, it's dangerous and also, but it's attractive. For me, and only for me. Okay. Yes. Yeah. Mystery is a very important element in your film. Yeah. What makes it so special for you? I mean, I am a really big fan of Hitchcock. Yes, I mean, mystery is like always make the stories more attractive and more interesting, and always make the audience want to know more about this story. So that's why I always like the mysterious one. So. Yeah. Great.
So will you, are you working on the next project again together? Something in mind? If we have chance, I mean, like this kind of festival, something like that. Yeah, I think we're gonna take another chance. Then we hope we will go on with your nice work. I would encourage you. Thank you. Thanks you for being here. Thanks you for the film and the goosebumps. Thank you. Und ich habe jetzt die Chance, mit zwei sehr wichtigen und besonderen Menschen zu sprechen. Deswegen werde ich mich jetzt mal auf den Weg machen zu diesem besonderen Projektor dort in der Mitte. Ich lege mal ein Mikro ab und eins nehme ich mit. Ja, ich bin ganz neidisch, dass du da jetzt hingehen darfst. Ja, ich lasse dich hier unten auf der Bühne ein bisschen alleine. Ich gehe hier ein bisschen durchs Publikum. Hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo. Hallo auch da oben in die letzten Reihen. Ich hoffe, Sie haben eine gute Sicht von da oben. Läuft alles gut? Ja, Ton auch? Perfekt, so soll es sein. Und da bin ich schon bei euch beiden. Alfred Tiefs mit einem W. Ja. Und Jan Drangmeister. Du bist hier schon ein bisschen länger. Ja, ich bin schon sehr lange. Wie lange arbeitest du schon mit Super 8? 1971 haben wir als Abitursarbeit am Gymnasium Corvinian in Nordheim einen Super 8-Film gedreht. Freitag, der 13. Weißt du noch die Uhrzeit? Hat 2 Wochen gedauert. Nein, du hast eine ganz große Liebe zu Super 8. Ja. Das ist nicht der einzige Abend im Jahr, wo du so einen Projektor bedienst. Also ich glaube, es ist so der 40. in dieser Kooperation Filmbüro und Kommunalkino. Und es macht mir immer wieder wahnsinnigen Spaß, weil ich merke, es ist haptisch, es hat Tiefenschärfe, es hat Wärme. Gerade beim letzten Film, Wahnsinn. Ne? Also es ist wirklich so. Und diese kleine Community, die sind ja keine, es kann keiner Geld mit Super 8 verdienen, außer Spielberg. es ist wirklich eine ganz tolle Szene und macht wirklich total Spaß. 2 Sachen noch. Beim ersten Film hatten wir hier ein Problem, was 2 Stunden bei der Probe nicht aufgetaucht ist. Wir hatten ein Haar vor der Linse. Oh, da habe ich richtig gesehen. Da war ein Haar. Ich dachte, das gehört dazu. Es passiert eben. Aber ne? Das sind die Grundsätzlichkeiten bei Super 8. Kann immer alles Mögliche passieren. Da geht immer mal irgendetwas schief. Wir haben getestet, wir haben geprobt. Und natürlich just beim ersten Film habe ich ein Härchen drin. Ich glaube, der 2. lief dann durch. Der 3., da war dann die Schlaufe zu klein. Deswegen hat das Bild dann ein ganz klein bisschen geruckelt. Erzähl nicht alles. Aber ihr müsst jetzt schon noch erzählen, wessen Haar das ist. Das haben wir leider nicht rausgefunden. Ich habe es dann einfach halt eben Klappe auf, sauber gemacht, beseitigt. Ich weiß nicht, wo das Haar jetzt steckt. Wahrscheinlich in irgendeiner Suppe. Aber mich würde noch interessieren, ihr habt jetzt diesen Projektor aus dem City 46. Dieser Projektor ist von Matthias. Er hat investiert, Wahnsinn. Und er ist letzte Woche auch repariert worden. Er war nämlich ein Jahr lang leider ein bisschen kaputt. Ne? Darf ich doch so sagen, Matthias? Vielen Dank, Matthias, für diesen herrlichen Projektor. Bitte einen Applaus, sonst hätten wir den Abend hier heute nicht. Der hat doppelt so viel Licht wie alle anderen Projektoren. Ne? Also das ist schon was, aber er ist auch schon 40 Jahre alt. 40 Jahre hat er schon auf dem Buckel. Ist es denn normal, dass Kinos generell immer noch mit so einem Projektor ausgestattet sind? Wir sind, glaube ich, in Hamburg Metropolis hat auch Super 8, klar, aber die anderen haben alle, auf Festivals natürlich, es gibt ein paar Super 8 Festivals, aber ich sag mal, was wir gestern und heute hier in Bremen erlebt haben, das ist, glaube ich, in den letzten 5 Jahren einzigartig gewesen, ehrlich. Und dafür ist auch das Filmfest Bremen und ihr natürlich seid entscheidend, dass das so gemacht wird. Darf ich noch eine Sache sagen? Bitte. Der Krieg in der Ukraine muss aufhören, das ist unerträglich, die russischen Truppen müssen da raus. Ja. Sagen. Da hast du den Spot genutzt, um nochmal einen Appell loszulassen. Und trotzdem möchte ich noch eine letzte Frage an Jan stellen. Jan, welche Kinderkrankheiten bringt so ein Projektor mit?
alle. Alle. Also, außer das Haar. Mechanische Kinderkrankheiten, wenn ein Projekt, der 40 Jahre alt ist und sind die Fette da drin verhärtet, da kann alles Mögliche mal stecken bleiben. Quietschen hatten wir gestern zum Beispiel dann teilweise mit drin. Irgendeine Stelle war dann wieder nicht gefettet. Die Elektrik kann ausfallen. Hier war jetzt zuletzt ein kleines Ritzel, einfach nur gebrochen. Dann lief der halt eben auch nicht mehr richtig. Der Filmtransport war nicht in Ordnung. Es ist und bleibt in jeder Sekunde eine spannende Aufgabe, an solchen Projekten zu bedienen. Und ihr macht es möglich, dass das reibungsfrei heute funktioniert, beziehungsweise wenn, dann André und ich sind jetzt charmant unterwegs und erzählen ein bisschen was. Vielen, vielen Dank für eure Arbeit und dass ihr heute hier seid mit dem Projektor. Danke, beiden. Und von gebrochenen Ritzeln und das ist eine tolle Überleitung jetzt, von super gebrochenen Ritzeln und Haaren in der Linse und Fetten, die verhärten, gehen wir jetzt zu ganz moderner Technik. Nämlich beim nächsten Projekt gibt es eine Begleitung vom Laptop plus Text. Den Film haben gemacht Thomas Kaiser und Svea Krull und die möchte ich jetzt gerne beide auf die Bühne bitten. Genau, nimm deinen Platz ein und Svea nimmt ihren Platz ein und euer Film heißt Sehr währenddessen. Und wenn ihr das Gefühl habt, bereit zu sein, ja, super, bin ich höchst gespannt, wie diese Kollaboration zwischen verschiedenen Dekaden und Zeitaltern hier jetzt ablaufen wird. Ich sag mal, vorsichtig und langsam, Film ab. Job ablehnen, Backup und Update, Mail-Projekt, Mail-Antrag, Mail-Amt, Mails durchlesen, Verpflegungspauschale, Glas weg, mal ein gutes Foto machen lassen, Postkarten. Warum bin ich so müde? Ich bin noch arbeitslos. Meeting, Tür zu, Verträge kündigen, Max Abo und McFit, Spüli. Ich habe noch mal nachgedacht, wegen der inneren Motivation kann ich mit dem Recherchieren der Häuser mitgehen, finde aber, dass es nicht unbedingt in den Antrag muss, beziehungsweise wenn, dann unauffällig. Plenum, Pressearbeit, Promo, Bewerbung, Weisheitszahn-OP-Termin. Einfach mal fragen, was für mich in meiner Position so Sinn macht als Next Move. Ich bin abends auf der Couch und dann wieder in der Uni. Und dann als Next Move. Vom Bahnhof. Und dann wieder ich nach bin Hause. Abends auf der Couch. Und dann wieder zurück und zum dann Bahnhof. Wieder in der Uni. Und dann wieder in den und Zug. Dann wieder in der Nähe vom Bahnhof. Und dann wieder nach Hause. Passieren. Und dann wieder zurück zum Bahnhof. Blumen gießen. Ich bin abends auf der Couch. Und zusammenlegen. Und dann der Montag Uni. Ist Waschtag. Und dann wieder in der Nähe vom Bahnhof. Und dann wieder nach Hause. Blaues oder beige. Und dann wieder rasieren. Nein, die in Schwarz kaufen gehen. Ich bin abends hätte heute Morgen die Maschine noch anschmeißen können, aber das ist mir auch zu stressig. Und dann wieder in der Nähe vom Bahnhof. Und dann wieder nach Hause. Und dann wieder zurück zum Bahnhof. Einkaufen gehen. Ich bin abends auf der Couch. Schlafen wieder an der Uni. Dienstag 19 Uhr, Zoom um Ankunft 16 Uhr. Und dann wieder nach Hause. Ich habe mich dran gewöhnt, dann wieder zurück zum Bahnhofbett. Einkaufen gehen, Getränke und Ruhe finden. Und dann wir sollten uns treffen, um einen neuen Termin für das nächste Jahr zu planen und zu gestalten, wie es mit dem ersten Treffen am kommenden Bahnsteig aussieht. Miete kündigen, Ursache Wirkung, Löcher stopfen, Jogger, Beutel, Jacken, Bahnhof. Dann Geschenk kaufen, dann wieder zum Schatz. Ich liebe dich so sehr. Und ich hoffe, dir geht es gut. Und ich hoffe, dir geht es gut. Und ich hoffe, dir geht es dann wieder zum Schatz. Und ich hoffe, dir geht es gut. Und ich hoffe, dir geht es gut. Montag ist abends auf der Couch. Papa anrufen, dann wieder zu Pflanzen am Topf. Montag ist Staubwischen und abwaschen. Mama, sei mal nicht so nervig. Ich hoffe, dir geht es gut. Dann wieder zu fettarme Milch. Kissen im Zug. Der vegane Thunfisch. Taschenkalender. Monnenpfanne. Vier Vogelhäuschen. Schmut auf einer Stange. Verkehrte Bäume. Schuhe reparieren lassen. Ausmisten. Stück für Stück Sachen abarbeiten. Fünf Kartoschen gleichzeitig auspacken. Einatmen. Ausatmen. Auch dein Buch ablegen, darüber nachdenken, den Einsatz richtig lesen, nicht mal weiterlesen, lesen als Metapher, den Staub wischen, keine Ablenkung, keine Zerstreuung, Konzentration auf das Wichtige, das Wesentliche, anhalten, Einsatz richtig geben, hinrennen, wegrennen, gegen anrennen, wichtig ist die vierte Bewegung, nämlich die Nichtbewegung, Einsatz richtig anhalten.
damit und ich hoffe schon anstrengend. Was soll ich damit? Ich hoffe, dir geht es gut. Denken ist Denken gut. Ich hoffe, dir geht es gut. Und ich hoffe, dir geht es gut. Arbeit ist gut. Lade geht es gut. Einsatz richtig gut. Und ich hoffe, dir geht es gut. Und ich hoffe, dir geht es gut. Weiter geht es gut. Nachdenken einlassen, ausüben. Ich hoffe, dir geht es gleichzeitig ausüben. Und ich hoffe, dir geht es gut. Nachdenken. Ein war nur Spaß. Nachdenken. Kein Lesen als mit Weiterlesen. Nachdenken. Ein rüber. Nach kein Lesen als mit Weiterlesen. Nachdenken. Ein rüber. Kein Lesen als mit Weiterlesen. Legen. Darüber. Nach kein Svea Krull und Thomas Kaiser. Wow, okay. Das war eine ganz schöne Konzentrationsaufgabe, auch für dich, Svea, gerade, oder? Nee. Nee? Ging? Echt? Okay. Ich hätte das nicht so, also ich meine, du hörst dich da 15-fach selbst und musst noch deinen Text weiter. Gut. Ich glaube, man hört sich dann gar nicht, oder? Man liest einfach nur so. Beim Proben habe ich gedacht, oh, jetzt kriege ich alles mit und bin total gespannt, wie das läuft mit der Technik. Und ich habe absolut nichts mitbekommen, weil ich eigentlich nur meinen Text... So einen Tunnel daneben. Ganz fokussiert. Sauber. Wie kamt ihr auf diese Idee mit dem Delay, dass ihr das so einsetzen wollt in der Live-Performance? Die war tatsächlich schon sehr früh da. Also das war schon, die Grundidee war sowohl im Bild als auch im Text mit Loops und Wiederholungen irgendwie zu arbeiten. Und genau, dann stand die Idee schon und dann... Das war quasi die gefragt, Grundidee. Genau, das war die Grundidee und die... Irgendwie versuchen, sowohl im Text als auch im Bild zu verarbeiten. War der Text denn zuerst da oder die Bilder? Nee, diese Grundidee war da und dann war eigentlich auch erst mehr Text da als dann Bild. Beziehungsweise es war so die Technik, was wir benutzen wollen und dann sind wir auf ein Thema gekommen, das war Alltag und dann... Und so Listen vor allem auch, viele Listen. Viele, und dann kam erst der Text so nach und nach. Genau, also viele so die Prinzipien eigentlich, sowieso Regelwerke und dann nach und nach der Text und dann, wir haben auch alles zusammen letztlich gemacht, haben uns dann immer getroffen an so einem Hin- und Her-Spiel. Die Tonebene ist so dominant, merke ich, dass wir noch gar nicht über den Film gesprochen haben, oder? Da gab es ja auch was. Aber lustigerweise, also war bei uns, glaube ich, auch viel und dann es ist viel los. Meist spielt dazu auch noch ein paar Dinge, also es war nicht unkomplex. Aber den Film, wie habt ihr euch aufgeteilt? Wer hat die Bilder geschossen? Wir haben beide eigentlich immer alles gemeinsam gemacht. Ja. Das ist auch nicht unbedingt immer der Fall, finde ich interessant. Also wirklich so... Ja, pari-pari quasi, 50-50. Das. Ja, genau, voll. Und dadurch hat sich das dann so... Also ich kam schon mit der Grundidee irgendwie rein und hat Svea dann gefragt, Svea hat schon mal bei einem... Ich habe mal so eine Audioarbeit gemacht, da hat Svea schon mal Texte für mich eingesprochen. Daher kam irgendwie die Idee, vielleicht können wir da zusammen was machen. Und... Nee, stimmt, aber wir hatten schon Bock, das dann auch beides gemeinsam irgendwie durchzuziehen. Und ich hatte auch Lust, ich habe noch nie einen Super-8-Film gemacht und noch nie mit dieser Kamera gearbeitet und Thomas halt schon und deshalb hat mich das auch interessiert und haben uns gegenseitig immer erklärt, was jetzt unsere nächsten Arbeitsschritte sind und dann gemeinsam einfach Sachen entschieden. Das heißt, für dich war alles neu, mit Super 8 zu arbeiten. Was war am Anfang richtig knifflig für dich? Ich war überrascht. Also dieses Analoge und dieses Begrenzte. Und dann hat man einmal aus Versehen gedrückt und dann ist halt was auf dem Film und das kann man nicht wieder rückgängig machen. Das war erstmal so. Gut erklärt. Oh, ja. Und unser Filmzähler, der Zähler, der ging bei der Kamera nicht. Das war auf jeden Fall sehr aufregend. Also für mich auch. Ich habe das ja schon ein paar Mal gemacht und das ging immer. Und man weiß halt überhaupt nicht, ob es läuft jetzt wirklich. Ja. Also die vorhin schon mal benannten 3 Meter, 15 Meter, 3 Minuten, die werden da eigentlich mitgezählt und dann weiß man immer, wie viel man noch schießen kann. Und also, wir das halt überhaupt. Ich habe auch noch viel mehr geschossen tatsächlich danach als also den letzten meine, Tag, meine Eingangsfrage war Quatsch, weil ich habe Nerven aus Stahl. Also Nervosität oder Überkomplexität gibt es gar nicht. Wenn ihr mit einem Zähler, der nicht funktioniert, einen Film dreht und nächste Woche Super 8 abends so ungefähr, ist schon und Respekt. Noch top belichtet. Also. Respekt. Genau. Wie habt ihr eigentlich diese ganzen Orte gefunden oder wonach habt ihr entschieden, welche Orte ihr mit reinnehmt? Was hat euch da besonders getriggert? Das war euch wichtig. Wir sind mit Sack und Pack, wir haben lauter Stuff in unseren Rucksack geschmissen und sind dann nach Bremerhaven gefahren, weil wir dachten, wir wollen nicht oder erstmal nicht in Bremen drehen, wollen ein paar neue Spots finden. Wir kennen uns beide nicht so super gut aus in Bremerhaven und sind dann einfach losgelaufen.
Ja. Das hat teilweise sehr gut funktioniert und dann war es aber auf einmal 16 Uhr, das Licht wird weniger und wir haben erst eine Minute Film. Wir haben ja also diese Stop-Motion-Szenen immer zwischendurch. Ich mag bei den Kameras vor allen Dingen echt gern diese One-Shot, also man kann auch auf eins stellen und dann einmal drücken und dann gibt es wirklich nur einen Frame. Und dann genau diese Stop-Motion, sondern das dauert halt vor allem super lange, wenn man dann irgendwie nur ein paar Mal dann dafür immer neue Spots sucht. Ich finde, man hört hier raus, hier hat sich vielleicht ein neues Team eingespielt, was auf jeden Fall einen nachfolgenden Film vielleicht produzieren wird. Mhm. Aha. Why not? Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir wieder was von euch sehen und bedanken uns jetzt erstmal ganz herzlich für euren Film, den ihr mitgebracht habt und das Gespräch und die Live-Performance hier on stage. Vielen Dank. Vielen Dank auch. Danke. Danke. Dankeschön. Und ich mochte ja auch diesen Titel des Films sehr währenddessen hier gerne. Der nächste Film hat, finde ich, auch wieder einen tollen Titel, wie eigentlich alle Filme heute. Er heißt nämlich Den Stift Vögeln. Und den Film haben gemacht Beate Köhler, Anna Lott und Anke Bär, die dort alle sitzen. Aber ich weiß nicht, ob ihr auf die Bühne kommen müsst. Ja, es wird gelesen. Ja, wunderbar. Dann begrüße ich jetzt Anna Lott auf der Bühne. Okay. Gut. Ich kann meinen Text auswendig. Oh, okay. Es wird live, also live rezitiert. Ja, wunderbar. Dann ist alles bereitet, oder? Der Film dürfte in der Projektor liegen und ich sag mal, wir sind alle recht gespannt. Und der Rest des Teams kommt gerne nach dem Film auf die Bühne. Also, den Stiftvögeln, Film ab. Den Stift Vögeln. Thank you.
Genau, kommt dazu. Anke Bär und Beate Köhler. Und dann wollen wir mal hören, wer jetzt hier für was verantwortlich. Ich muss ja gerade zugeben, ne? Ja. Ich hatte ein Wort zu sagen. Ja. Und dieses Wort hieß Vögeln. Und wann? Weil das am Anfang abgebrochen war vom Film. Und dann habe ich meinen Einsatz verpasst. Oh, ist das nicht okay. Super? Top. Es hatte so auch was. Also ich meine, war okay. Ne? Ich hatte sogar schon das Gefühl, okay, wow, sie kommt hier nach vorne, um einfach die Stille noch mal stärker als die Person, die oben steht und mitgenießt, dahin zu stellen. So ein bisschen wie so ein... In so einem Landschaftsgemälde von, jetzt fällt mir natürlich der Maler nicht ein. Macht nichts, wir wenden uns vielleicht im Film zu, wenn es okay ist. Also, aber schön, dass du dein Kunstwissenschaftsstudium nochmal rausholst. Sehr gut. Es war genau so gewollt. War so? Ja, echt, wirklich? Ah, ihr seid ja, total. Dieser performative Aspekt bei euch ist tatsächlich ja auch im Film, wenn ich das so sagen darf. Aha. Ihr hattet Spaß beim Drehen, oder? Auf jeden Fall, definitiv. Es war mega cool, der ganze Prozess. Also sehr experimentell und also hat echt wahnsinnig viel Spaß gemacht. Genau. Wer, was, wie und warum? Genau, zugrunde lag ein Text von mir. Ich hatte einen Lyrikroman geschrieben für Erwachsene. Und der Text, der hier zu sehen war, war quasi ein Ausschnitt innerhalb dieses Romans. Und genau, das war sozusagen Grundlage und so ist die Idee entstanden. Also wir hatten damals schon den ganzen Lyrikroman mit Tusche begleitet auf der Bühne und das war ein ganz spannendes Experiment, weil mit Lesung und Tuschemalerei und im Endeffekt gab es halt große Papierbahnen, auf denen Anke getuscht hatte. Und da haben wir gesagt, ja, und das, da machen wir noch mal mehr draus. Und wir haben quasi... Also ich hatte das damals eben auch schon gefilmt, genau. Allerdings dann digital und nicht analog und... ja, ich war von dieser Performance einfach wahnsinnig angefixt und habe gesagt, da hätte ich Lust, mal mit euch nochmal zusammenzuarbeiten und was draus zu machen. Wer hat euch die Wohnung zur Verfügung gestellt für den Dreh? Ja, genau. An der Stelle möchte ich auch ganz herzlich nochmal Visionskultur und dem Creative Hub bzw. Heike Seifert, die es vermittelt hat, danken, dass wir diesen Raum tatsächlich bemalen durften. Also das kam sehr schnell und mit großem Glück zu uns, diese Möglichkeit. Und kann immer noch angeguckt werden. Genau, ist jetzt eine feste Rauminstallation. Raum 3050. Das heißt, man hat das auch noch ein bisschen länger und kann sich das anschauen und man hat die Möglichkeit, da nochmal in den Raum einzutauchen, neben dem Film, in dem wir gerade eintauchen durften. Ihr arbeitet aber öfter schon auch als Team zusammen, oder? In verschiedenen Kombinationen? Oder war das jetzt das erste Mal, dass ihr euch so gefunden habt? Hast du gerade nicht auch ein Déjà-vu, Susanne, vom letzten Jahr? Ja, oder? Nee, also ich war dabei. Ja, du warst dabei. Aber kam nicht auch der Text? Nee? Der Text war das letzte Mal von mir, also ich bin auch genau, Tanze auf verschiedenen Seiten. Eigentlich Illustratorin, aber ja, genau. Auf jeden Fall, okay, bei dir weiß ich, dass du da warst. Ja, genau. Ihr seid aber frisch zusammengekommen. Ja, es war unser erstes Experiment miteinander und genau. Es hat einen Ball ins Rollen gebracht. Das war spannend. Also es geht weiter, dass wir quasi da, wo wir gedreht haben, folgt eine Ausstellung, wiederum mit Live-Performance des ganzen Lyrikromans mit Tuschezeichnungen und wieder wurde gefilmt, daraus entstand dann wieder ein Film aus dem Film. Das heißt, dieses Projekt wird immer größer und immer spannender und jetzt geht es darum, Teil 2 und 3 dieses Romans zu schreiben, um wiederum weiterzumachen. Wow, ihr sprüht. Also das merkt man wirklich sehr, sehr gut. Und mal gucken, ob ihr wieder Rollen tauscht oder so, das kann ich mir bei euch auch noch vorstellen. Das heißt, nächstes Jahr? Ja. Wenn wir nächstes Jahr wieder was machen, was wir alle so hoffen, seid ihr natürlich wieder willkommen. Ja? Noch eine Sache wollte ich sagen zur Musik, weil ich glaube, ihr habt gar nicht miteinander gesprochen vorab, oder? Es war rein improvisierend. Och. Und ein bisschen hast du jetzt natürlich unseren kreativen Prozess befriedet sozusagen mit der Musik, was ja auch sehr schön ist, weil im Grunde ist sozusagen dieses Kratzen und Scharren und die Anstrengung, die da drin steckt, auch was gewesen, was sich ja vielleicht trotzdem im Bild transportiert hat, aber es ist ein bisschen was anderes geworden, aber das ist ja auch das Spannende, wenn man eben, wir haben ja auch nichts abgesprochen mit dir, wenn dann Improvisationen aufeinandertreffen. Schön. Die Kraft im Bild hat sich genau befriedet mit der Musik, die dazu kam. Danke. Vielen Dank an der euch. Stelle an danke euch. Danke, genau. Für das Projekt. Danke auch. Film. Ja. Danke. Jetzt habe ich nämlich ein Problem mit den ganzen Mikros in der Hand. Soll ich dir mal ein bisschen was abnehmen? Ja, bitte, jo, bitte. Das okay. Kommt davon, wenn man das alles selber übernimmt, ne? Ja. Verzeihung. Denn wir haben ja den nächsten Film. Es geht ja noch ein bisschen weiter.
Uns zieht nämlich jetzt die Sehnsucht an. Wir Alfred, was ist passiert? Wir brauchen aber noch einen Moment. 5 Sekunden ist okay. 5 Sekunden, die kriegst du. Du kriegst auch 10. Das hätte hingehauen, ja. Wir haben nämlich einen Sehnsuchtsfilm. Zumindest scheint es um Sehnsucht zu gehen. Und dafür darf ich auf jeden Fall schon mal auf die Bühne bitten. Johanna Rafalski, komm zu uns nach vorne. Und du wirst nämlich ein Audiospiel live hinzuführen. Und wir haben aus dem Off, da dürfen Sie sich gleich überraschen lassen, einen Gesang, nämlich von Melissa Wedekind, die wir später auf die Bühne holen, die aber auf jeden Fall sich ein Mikro abholen wird. Nein, sie soll erst auf die Bühne. Alles schon perfekt. Sie ist schon da. Alles klar, okay. Auch die Projektionsmeister haben schon grünen Daumen gezeigt hier, also wir können loslegen. Dann legen wir los mit Sehnsucht, Regie, Kamera, Konzept, Johanna Rafalski, Musik, Sound und Text, Melissa Wedekind. Film ab. Klarheit. Nach frischem Atem. Ich will mich drehen, strahlen, lachen, rennen. Gemeinsam sehen, berühren, erfühlen. Wehend, stehend, bebend, drehend. Mich. Das. Was versteht mich? Das. Ist es das, was ich brauche? Das. Ist es das, was ich spüren kann?
und Melissa Wedekind. Das zweite Mal an diesem Abend. Gänsehaut. Ja. Kommt noch ein bisschen nach vorne. Kommt gerne zu uns. Ganz großes Stück. Ja. Alles gut bei euch? Ja. Ja? Ich habe das Gefühl, ihr seid auch ergriffen von dem, wie es gerade so über die Bühne gegangen ist. Ich habe dich ganz konzentriert gesehen, wie du am Laptop an deinem Pult immer wieder auch hier raufschaust, um das gut zu koordinieren. Hat für dich alles so geklappt, wie du es dir gewünscht hast? Es war phänomenal. Gut. Ja, es ist ja das erste Mal, dass wir das in der ganzen Kombination mit Musik und Gesang alles zusammen machen. Also so hat es ja vorher noch nicht existiert. Und ich habe den Film ja selber auch noch nicht groß gesehen, deswegen musste ich auch selber schon mal hinschauen. Schön. Und genau, ja. Diese kalten Maschinen, die wir sehen und dann dieser warme Gesang, wann kam die Idee mit dazu? Eigentlich schon sehr am Anfang. Es war klar, dass ich hier, ja, Melissa singt mal, ne? So, also nein, aber wir haben auch schon zusammen gearbeitet und da war halt der Gesang eigentlich im Fokus, aber wir wollten diesmal eigentlich auch mehr Sound mit reinbauen und genau das Thema ein bisschen anders gestalten. Genau, also ich habe den Rundbrief bekommen vom Filmbüro Bremen mit der Ausschreibung und dann dachte ich mir, also wenn ich jemanden dabei haben will, dann Melissa. Weil ich dachte, ich habe richtig Bock auf analogen Film und dazu braucht es einfach analogen Gesang. Und Melissa muss man einfach live erleben. Das ist einfach was ganz anderes als auf einer Aufnahme. Und deswegen dachte ich, das ist perfektes Match. So ist es entstanden. Und so, hast du Bock? Jo. Bock. Das finden wir auch mit dem hier live erleben. Und deswegen geben Sie doch gerne nochmal einen Applaus für das, was Sie gerade live hier mitgekriegt haben. Und trotzdem, Melissa, du warst ja nicht das einzige musikalische Element. Wie habt ihr euch denn abgesprochen? Denn das war ja tonal ganz gut harmonisch, ne? Ja, erstmal danke an Miles. Nee, wir haben uns nicht abgesprochen. Wow. Das ist die geheime Sprache der MusikerInnen. Nein, also wir haben ihm die Aufnahme gezeigt und was wir uns vorstellen, haben den Film dazu gezeigt und ich glaube. Ja, Intuition, Talent und ja. Ja. Ein bisschen Glück vielleicht auch, aber es hat sehr ja... Ein guter Musiker. Eben, das wollte ich natürlich eigentlich sagen. Wo hast du dich denn gerade hingestellt? Ich habe dich nämlich natürlich nicht gesehen. Ganz oben? Ich war unter der Bühne direkt da. Ah, okay, also unter den Menschen. Das unter den Leuten, unter euch. Ja. Ihr sprecht von eurem Text, geht es einmal auch um etwas Multisensorisches, so hieß es, glaube ich, im Ankündigungstext. Ja, wir hatten überlegt... Also dadurch, dass einmal Multisensor und einmal der visuelle Sinn, dann die Akustik und hatten auch überlegt, noch mit Duft zu spielen. Hm. Aber das haben wir dann weggelassen. Was für Düfte lagen in der Luft? Was hattet ihr gerne mit reingebracht? So ein bisschen metallischen, also einmal diesen, was natürlich da ist, diesen Rauch-Metall-Luft, aber auch was... Vielleicht was Modriges. Was Modriges, genau, aber... Ja, irgendwas Lebendiges. Ja. Mhm. Um den Kontrast nochmal zu haben zu der kalten Umgebung und dieses Unmenschliche, weil ich habe ja das auch gewählt, weil das so eine unmenschliche Arbeitsumgebung meiner Meinung nach ist und versucht da dieses Menschliche noch irgendwie drin zu finden. Und ja, war sau aufgeregt. So, Gott, hoffentlich hat es funktioniert. Und als es dann kam... Alles funktioniert. War alles super. Sehr, sehr toller Film. Ja, eben. Auch, ja. Ich würde letzte Frage vielleicht noch interessieren. Super 8 und ihr, was ist das? Ist das eine langjährige Beziehung oder jetzt erst kürzlich aufgeflammt, das Interesse? Also es ist noch keine langjährige Beziehung, es ist sehr frisch. Aber ich denke, es ist im Entstehen. Schön. Nein, also ich könnte mir schon vorstellen, da auch weiter dran zu arbeiten. Und es kommen neue Ideen. Ja, es ist einfach ein anderer Arbeitsprozess beim analogen Film, vorher sich die Gedanken zu machen und zu überlegen, wie soll es aussehen. Mhm. Sonst filmt man oft und dann entsteht im Schnitt sehr viel. Dann muss man vorher den Schnitt denken, das ist schon auch eine Herausforderung. Das ein bisschen auf Intuition verlassen. Und, ja. Das ist halt wirklich das Besondere mit Super 8, was wir hier bei jedem Film sehen können, was es für ein besonderes Teamwork braucht, für ein Feingefühl für den Film, den Sound und den Text, der hier auf der Bühne präsentiert wird. Vielen Dank an euch, vielen Dank für den Film Dankeschön. Und genießt den Abend.
Ja, ja, auch noch. Zwei haben wir noch, zwei Filme. Einen davon noch von Miles vertont, den wir jetzt sozusagen noch einmal live zum Film hören werden. Danach gibt es eine andere Lösung. Dieser Film, den wir jetzt sehen, heißt Nocturnal Body, in Klammern On Super 8. Und er ist gemacht von Falk Helmbold, Corinna Gerhards. Ja, und das war's. Und Corinna kommt auf die Bühne. Ein Applaus für Corinna Gerhards. Ich nehme an, Corinna wird etwas lesen. Wir werden nachher darüber sprechen, auch mit Falk. Und da wird noch die Hand gehoben, was immer ein Zeichen ist. Wir müssen noch einen Moment warten, damit die Technik nachziehen kann. Genau. Und wir können gespannt sein, was gleich alles passieren wird. Ja, ist nicht, vielleicht nicht gerade die angenehmste Situation, oder Corinna? War auch ein bisschen zu früh, ne? Ich habe nicht ganz auf euren Cue gewartet, entschuldigt. Nein, gut. In Ordnung. Total professionell. Wir wollen ja eigentlich hier zack, zack. Ich höre es schon wieder rattern. Aber wir haben natürlich nicht mit Super 8 die Rechnung gemacht. Alle Augen sind auf euch gerichtet. Ist auch mal schön, so ein bisschen ins Publikum zu schauen und die Gesichter so zu sehen. Die Leute im Stream fragen sich jetzt auch, naja gut, dank der Kameras hier, vielleicht kriegen sie mit, dass dort irgendwas im Publikum gerade, dass die Maschine neu justiert wird, gleich starten kann. Genau, Fettverhärtung. Hast du eigentlich schon was vor, jetzt danach? Also so im Sinne von sich näher kommen und quatschen und... Jetzt kommen die unvorbereiteten Fragen. Ja. Ehrlich gesagt nicht. Gibt es denn irgendeine Party oder so? Ach so, nein, ich moderiere gleich vor allem auch einen Film hier nach. Also bitteschön, wenn Sie nicht zufällig nach diesem Abend schon jetzt gerade total filmisch überbeansprucht sind, was ja sein könnte, gibt es gleich eine tolle Dokumentation über einen Menschen, der seine Erinnerung verloren hat. Ein wirklich schöner Fernsehfilm, den wir hier zeigen, eine Bremer Produktion. Wenn Sie noch Muße haben, ist nicht gerade ein Happy-Thema, aber der Film ist schön berührend, der Protagonist ist anwesend. Der Film ist stark und ermutigend, gerade die Geschichte, die Daniel mitbringt, um den es ja auch geht. Das ist wirklich etwas, was eben nicht das auf die Tränendrüse drückt, sondern nein. Ich finde sehr ermutigend. Ich kann es empfehlen, hat man vielleicht gehört. Genau, oh, ein Daumen. Wir dürfen. Es funktioniert. Super. Wir sind alle Zuschauer informiert, dass es gleich mit Programm noch weitergeht und wir sehen einen Film. Dann sage ich mal jetzt, ja, das berühmte... Okay. Wow, ich finde immer super, ja, mit seiner Stirnlampe, das sieht immer so voll nach Man at Work aus. Es sieht so aus, als wäre er gerade aus dem Bergbau gekommen. Ja, genau. Aber jetzt, oder? Miles, we're missing the drums, like... genau. Suspense. Sieht aber gut aus. Nocturnal Body on Du musst das doch eigentlich eine gute Bar kennen. Super 8. Du willst immer noch das mit der Party klären, ne? Naja, es wäre schon sinnvoll, wenn man danach einen Ort hat, wo man noch was trinken gehen kann. Ja, da fragen wir, wenn das noch weiter länger so geht, mal vielleicht das Publikum, weil ich weiß darüber wirklich nicht viel. Wer wüsste denn, was gut ist? Ich bin hier die ganze Zeit am Arbeiten. Das Publikum seid ihr. Gibt es irgendwo eine... Afterparty? Können wir leider, werden wir nie mehr erfahren. Wir werden es nie mehr erfahren, weil der Film fertig ist. Wir können aber direkt jetzt starten und ich würde sagen, Film gut, ab. Gut, ihr Lieben. Corinna, sorry. So ist das, war super 8. Film ab. Danke dir. Wir werden, wir sind. Wir sind geboren, wohnen in Hüllen, verbergen in ihnen, was andere nicht sehen wollen, nicht sehen sollen. Wir sind, weil wir denken, unsere Hüllen sind wir.
uns unsere Hüllen berühren, mit feinen Fingern darüber streichen und sein. Nur nicht allein. Nicht allein. Bleib. Wir atmen ein. Wir atmen aus. Vorsichtig vorwärts. Voran, voran. Woran erkennt ihr uns? Woran erkennt ihr unser Wir, unser Innerstes? Unser Innerstes, das ihr nicht sehen sollt, nicht sehen wollt. Haben wir uns gefunden, wenn wir verschmelzen? Oder gehen wir unter, wenn alles ist wie wir? Wird unsere Hülle ihr und euch wird du. Wir atmen ein. Wir atmen aus. Wer sind wir? Eine Projektion? In euren Augen Licht auf Licht, Farbe auf Farbe. Wer sind wir? Sind wir? Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, ich, ich, ich. Falk Helmbold kommt jetzt noch zu uns. Ja, danke. Ich habe schon Visionen, glaube ich. Hätte mehr schlafen sollen. Oh, ich hoffe nicht. Keine Ahnung. Wollen wir uns ein bisschen weiter nach vorne stellen? Also, wow. Also ich war heute, jetzt kamen schon viele Emotionen. Jetzt war ich ein bisschen auch erschreckt und hatte auch ein bisschen, es war ein bisschen auch Albtraumstimmung für mich. Also es ging auf jeden Fall sehr tief. Aha. Das war Sinn der Sache. Ja, das ist ganz platt zu sagen, ja. Ja, ja. Ihr habt diesen Film mit einer sehr, ja, ich habe es sehr dunkel wahrgenommen, einem sehr dunklen Ambiente gestaltet. Mhm. Wie kam es dazu, in diese Tiefe zu gehen? Also bei mir am Anfang stand einfach diese Figur da. Ich habe einfach diese Figur als visuelles Element gesehen und dann erst im Nachhinein hinterfragt, okay, warum finde ich das jetzt so interessant, aber auch gleichzeitig abschreckend? Und ich habe dann gemerkt, okay, das ist eigentlich gerade eine Phobie, die ich da zeige. Eine Phobie von mir vor bestimmten Substanzen, weil die Figur wirkt halt, als wäre sie mit einer Substanz übergossen. Und genau das verkörpert diese Figur für mich. Und gleichzeitig hinterfragt sie auch halt das Menschliche. Und das Menschliche in Verbindung auch mit Horror. Und weil einfach dieses Menschliche und dieses Undurchdringliche, was das Menschsein auch eigentlich ausmacht, mit seinem Körper, mit seinem Geist. Jeder hat einen Körper, jeder hat einen Geist. Und auch das ist halt so das Element, was es halt so unheimlich macht, weil sich jeder da reinfühlen kann. Jeder hat einen Körper, jeder hat einen Geist. Und jeder weiß, wie undurchdringlich das ist und in wie viel Tiefen man da abtauchen kann. Du hast dich da länger mit beschäftigt. Was hast du als Corinna, genau, ich würde mich mal interessieren, was du Corinna erzählt hast als Briefing. Wie viel Platz war da sozusagen noch bei diesem doch sehr ausgearbeiteten Gedankengang für die textliche Seite, die ja von dir stammt, denke ich, oder? Naja, was er beschrieben hat, ist ein Gefühl. Das waren noch keine Worte, das war noch nicht die Lyrik an sich. Ja. Der Film war ja schon fertig, als ich dazugekommen bin. Ja. Dann haben wir uns getroffen, haben uns ja auch bestimmt eine Stunde oder so, ne, darüber unterhalten, auch ja, wo wir da Gemeinsamkeiten sehen, wo. Das ist einfach das Gefühl. Ja, so das Gefühl des Films zu bekommen. Genau. So. Ihr kanntet euch vorher gar nicht, ne? Vor diesem Projekt. Nee, also wir haben uns einmal bei einem Abendessen kennengelernt, beim Filmbüro, aber
vorher kannten wir uns gar nicht. Das war so eine neue Paarung. Aber es war Ilonas Idee, die gleich gesagt hat, hier, mach mal mit Falk, ich glaube, das passt. Ja. Und dann haben wir uns getroffen und haben gesagt, ich glaube, das passt. Ich glaube, das passt. Ich muss unbedingt noch fragen, diese Masse, mit der ihr da gearbeitet habt, diese glitzert, was Alienartiges hat, glibberig ist, aber gleichzeitig auch faszinierend schimmernd wie so ein Sternenhimmel. Ja. Was ist das? Also um das aufzuklären, also das ist eigentlich so ein Body-Slime, den kann man kaufen und den kann man halt auch am Körper haben, also der ist halt unbedenklich und ich fand es halt gut, dass es halt wirklich auf der Haut sein kann und so und das ist wirklich so ein Body-Slime, den man irgendwie für Effekte auch wahrscheinlich sogar im Film benutzen kann, ja. Hat auch, glaube ich, kaum Spuren hinterlassen. Also wenn das real war, was ich gerade gesehen habe. Ich weiß auch nicht so richtig. Also euer Film ist speziell. Das wollen wir vermeiden, nicht, dass noch jemand stört. Euer Film ist deswegen speziell, weil sich beim Anfang des Screenings hier also einen Bäckereigeruch im Raum reinmachte. Ja? Stichwort so multisensorisch. Ich hoffe nicht, dass das das Filmmaterial selber ist. Und dann auch noch diese Vision. Ja. Ich bin aber angenehm sprachlos, muss ich sagen. Ihr habt eigentlich mit sehr vielen Worten und du, Corinne, auch mit so einem tatsächlich sehr gestischen Ausdruck. Ne? Das hast du, glaube ich, gut gefüllt, deine Wörter. Das war also auch nochmal ein ganz, ganz tolles Kompliment an Miles. Wir hatten ja noch gar nicht zusammen geübt, wir hatten uns nur unterhalten. Und ich habe es ja bisher immer nur vorm Laptop geübt und habe da überall daneben stehen, wenn das ist, dann das und dann da einsetzen. Und ich habe eben, das war... Ja, wie in so einem Orchester zu spielen. Also ich habe richtig gemerkt, wie der Rhythmus von hinten kam, wie der Rhythmus vom Bild kam, wo die Worte reinfallen mussten. Super, ja. Und dann habe ich ein bisschen getan. Aber das also man... Ein Flow sozusagen. Es war ein ganz tolles Gefühl. Es war ein ganz anderes Lesungsgefühl auch mal. Das hatte ich so auch noch nicht, glaube ich. Dass auch so viele Komponenten irgendwie dazu kamen. Dann kam die Performance, dann der Film. Also es waren halt wirklich viele Elemente, die irgendwie so harmoniert haben oder irgendwie so eine Komposition ergeben haben. Das fanden wir halt ganz spannend, diese ganzen Medien mit einzubeziehen. Und in diesen Rhythmus habt ihr uns mitgenommen und habt uns in tiefe Abgründe mitgenommen, die wir mit Sicherheit auch ein bisschen nach Hause nehmen werden. Vielen Dank für diesen Eindruck und den Film. Und den Text und die Performance. Danke euch beiden. Ganz lieben Dank. Gerilla Gerhardt und Falk Helmholtz. Ja, and maybe now's the time to talk a little bit with the musician, because this was the last film you scored today. But if you... because you will play afterwards to us, so that's why I'm... Okay, we changed position, obviously. Miles. Yes. First of all, thanks a lot, because you played all the time. Everybody was talking about the films, about the text and everything, and you were humbly standing in the shadow. Adding a real lot to the films, I suppose. Is it something you do usually? Is it something you do often? I do a lot of work for theater. I don't do so much for films, but I do a lot of accompanying theater plays with whatever sounds I can sort of find. Yeah. So it's quite similar. Yeah, it's quite similar. Yeah. And also the stages of Bremen are familiar to you. Theater goers in the audience might have seen you in, I wrote it down, Lulu. Lulu. Right? Love You, Dragonfly? No? Not that one. Oh, but that, the website of Theater Bremen mentioned okay. So it must be right. But Schloss Rosmersholm is true? Schloss Rosmersholm is true. Wow. Yeah. So you're performing live on stage? Yes. As a stage musician. Yeah. Wow. Amazing. And about the instruments. We've heard a guitar, a double bass, of course. We've heard your voice. Mm-hmm. That's right. Yeah. Very nice. Nice addition. I thought, wow, I was really surprised the first time. I thought, wow, who else is singing under the stage? But it was you this time. And you have a lot of effects, of course. Right? Yeah, I have some things to just broaden the sounds a little bit. Yeah. Nice. And tell me one more thing. The film teams, did they approach you with certain wishes, or it was very different, I suppose, from every team to team? Yeah, every group was entirely different. Some had really specific, concrete things they wanted to do. Mm-hmm. What was the most the most exciting or the most undoable? Everything was pretty under control as far as what we could do together, and also in such a limited time, there's not time to get too specific, so it was fairly... Sometimes it's helpful, right? Yeah, in some cases, yeah. No, but it was just nice to we'd just talk and get some background about the films and what kind of the idea or what they could imagine or what I could imagine, and sometimes the idea came from my side, sometimes more from their side. Yeah. And
And a couple of them we did things together, which was really, really fun and spontaneous. So you had some Zoom meetings with people? No, we just met this afternoon, just 2 hours before the sound check. Okay, das ist auch nochmal interessant. Yeah. Also wirklich nur ein kurzes Treffen vor diesem Abend. Amazing. So. Wow. Really happy to have you here, and thanks to Jesse Head for scouting you, in a way. We will probably hear one last piece later on, okay? Perfect, thanks a lot. Miles Perkin, thanks a lot. Ich dachte, ich lasse dich mal alleine, ich gebe dir mal den Moment mit dem Musiker, weil so die Musik ist deins. Oh, ja, obwohl du bestimmt auch musikalisch bist, aber das... ist ja egal. Unter der Dusche, aber ansonsten leider nicht so. Aber es war faszinierend. Wir haben aber noch einen letzten Film. Genau. Wir steuern auf den allerletzten Film zu und der führt uns auch zu einer Station, die für nach dem Abend ganz, ganz passend ist. Du weißt, glaube ich, auf was ich anspiele. Ich spiele immer noch auf die Bar an. Auf das Trinken, ja, richtig. Der Film macht Durst, das stimmt. Der Film macht Durst, denn er heißt 4CL. Und Film und Text sind von Sophia Sluisarenka, die ich auf die Bühne bitte für den Text. Wo ist sie? Ja! Ja, wunderbar. Und du hast schon gesagt, wir haben uns was überlegt, beziehungsweise das Team hat sich was Besonderes überlegt für die eigene Sound-Performance. Und dafür bitte ich Jeffrey Diaz-Schmidt nach vorne. Dann nehmt euch einen Moment Zeit und richtet euch ein und gebt mir ein Zeichen, wenn ihr soweit seid. Bei dir alles gut? Okay, dann sehen wir jetzt den letzten Film des Abends, 4CL von Sophia Sluisarenka und Jeffrey Diaz-Schmidt. Film ab! Взяла собі вино. Куди треба йти, як нема де думати? Звідки йде думка про все? Скільки треба знати, щоб чекати? Як вона тут опинилася? Голос, знову звук. Страх. Оце все не назавжди. Оце все не назавжди. Thank you.
4CL von Sophia Slöserenka und Jeffrey Diaz-Schmidt. Also ich habe jetzt auf jeden Fall richtig Lust, gleich noch in eine Bar zu gehen. Ja, das kann ich verstehen. Vielen Dank erstmal für euren Film und für eure Live-Performance hier. Hat das alles so für dich gut funktioniert? Ja, also ich habe ein bisschen zu früh gestartet, aber ansonsten lief das gut. Hattet ihr Synchronpunkte in dem Film, die unbedingt stimmen mussten? War das wichtig? Ja, also ich habe mir da ein bisschen Freiraum gelassen, ein bisschen Variationen live reinzuhauen, aber ich habe auch natürlich ein bisschen geguckt, dass es auf den Film passt. So. Also, ja. Was war zuerst da? Also ich glaube die Filmidee tatsächlich, also genau was wir überhaupt filmen und worum es gehen wird. Und genau dann kam so Sound dazu und dann so der Text, genau. Ja. Würde mich natürlich schon ein bisschen interessieren, apropos die Idee, magst du denn kurz in einer so Synopsis zusammenfassen, worum der Text sich handelt, für alle, die keine Russisch... Ach so, das war Ukrainisch. Ukrainisch und, sprechen. Genau, ich komme aus der Ukraine und bin aber hier aufgewachsen und die Idee kam tatsächlich schon vor dem ganzen Konflikt, die hat also jetzt natürlich nochmal eine ganz andere Relevanz oder es wirkt vielleicht jetzt irgendwie nochmal anders, aber ja, ich fand es halt interessant, die Sprache mit einzubeziehen, weil das halt für viele nicht verständlich ist. Und ich finde, das gibt dem Film nochmal so einen anderen Raum, eine andere Atmosphäre und lädt die zuschauenden Personen einfach ein, sich in diese Anonymität und diesen unbekannten Raum zu begeben und einfach mit dieser Ungewissheit irgendwie die Bilder aufzunehmen. Ich hatte auch gleich das Gefühl, als würde man halt irgendwo in einer Bar sitzen mit einer Gruppe von Menschen, die von verschiedenen Orten der Welt kommen. Gerade weil ja auch eben von der Lautstärke her geguckt habe, dass es wahrscheinlich genau diesen Effekt hat, oder? Meinst du musikalisch von der Lautstärke? Oder? Von der Lautstärke, ja, einmal natürlich oder? Musikalisch, aber auch mit dem Text verwoben, dass man ganz genau hinhören muss und nicht genau greifen kann, weil ich war mir auch nicht sicher, ist es russisch, ist es ukrainisch, ist es was anderes? Ja. Ja. Der Gedanke ist halt, so im Club trifft man halt Leute, je nachdem, vielleicht sieht man die nie wieder und genau, wir wollten halt einfach ein bisschen so eine gewisse Anonymität oder Distanz herstellen sozusagen. Du hast auch, Susanne hat die Assoziation zu gewissen Gemälden, wieder mal. Diesmal weiß ich aber wer, nämlich Edward Hopper und Nightwalks. Das war so total... Hopper. Vielleicht zum Text nochmal, also ich fand es auch... alles gut, ich wollte wir nur noch... Wir wollen aber gerne über Kunst sprechen. Ja, finde ich aber auch, kann ich zustimmen. Text, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Moment. Es ging nicht darum, irgendwie eine Geschichte zu erzählen, sondern eher mit so Wörtern zu arbeiten und so abstrakten Gedanken und abstrakten Aussagen und genau das... nochmal dazu vielleicht so kurz. Super, danke nochmal. Ja, das ist doch mal eine Erklärung. Aber ich weiß nicht, wolltest du es mal fragen? Also was zuerst genau da war, ich habe es nicht ganz mitbekommen, falls es schon beantwortet wurde. Also wir hatten zuerst das Konzept für den Film und danach habe ich mir halt Gedanken gemacht, wie kann ich da so... Okay, da war ich, gut. Genau. Noch am Rätseln. Also es fängt halt an mit ein paar schnelleren Szenen und am Ende... ziehen sich die Szenen länger und ich habe halt mir gedacht, ich mache da so ein bisschen ein Crescendo, dass sich das ein bisschen aufbaut und am Ende halt die Energie ganz oben ist und man sich quasi im Raum umschaut und genau. Und am Ende zerschlägt es noch ein Glas am Boden, das gehört zu jeder guten Feier dazu. Ja, das war super, Den Sinkpoint hast du ja auch wirklich getroffen, ne? Da hörte ja alles auf, also von daher. Man könnte meinen, es war gewollt, aber... ich fand es gut so eigentlich. Ja, es war, Es sollte genau so sein. Ich habe noch eine... letzte Frage an euch, nämlich ihr habt auch in Schwarz-Weiß gedreht. Habt ihr euch das vorher genau überlegt, weil ihr gesagt habt, bunt lenkt vielleicht zu sehr ab oder? Sophia ist einfach Schwarz-Weiß. Ja, auch. Also ich arbeite viel mit Schwarz-Weiß, also ich fotografiere auch analog. Es hatte auch einen technischen Grund, weil der Schwarz-Weiß-Film höheren ISO hatte und in dem Raum ist es halt ein bisschen dunkler, deswegen ist es schöner, da halt dann mit einem höheren ISO zu arbeiten und ich finde halt, Schwarz-Weiß stellt Dinge nochmal anders dar und gibt Dingen eine ganz andere Art, sie anzuschauen und weil Farbe, finde ich, hebt immer was vor so und ich wollte einfach wirklich rein auf das Bild mich konzentrieren und nicht abgelenkt werden von Farbe. Ja. Genau. Darf ich auch noch eine letzte Frage stellen? Eine ganz kurze. Ist Super 8 und ihr, immer, das will ich ja immer wissen.
Wie seid ihr an dieses Medium geraten und war das ein First Time? Oder? Nee, ich habe tatsächlich schon zweimal bei euch mitgemacht. Ah ja, natürlich. Ja, richtig. Wann war das? Letztes Jahr, glaube ich. Okay. Und einmal 2019. Genau, und ich bin durch, glaube ich, einen Freund darauf mal gestoßen und fand das halt sehr spannend und es hat die letzten zwei Male auch sehr gut funktioniert und Bewegtbild, analoges Bewegtbild ist ein sehr spannender Prozess, Arbeitsprozess auch. Ja, genau, so bin ich. Da haben wir unsere Hausaufgaben nicht richtig gemacht, sonst hätten wir das natürlich vorher gewusst. Natürlich, ne? Man kann nur sagen, dann, Du müsst dann noch ein viertes und fünftes und sechstes Mal kommen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ist das euer erster Super 8-Film? Ja, gerne. Genau. Dann vielen Dank an dieser Stelle für euch, für euren Film und eure Live-Performance. Danke euch. Ja, das war's dann auch schon mit dem Filmprogramm. Das ist so, wenn man einen neuen Film hat mit interessanten Gästen und Texten und Gestalten und performativen Geschichten, die im Raum stattfinden. Was ich damit sagen will, ist das, was wir heute erlebt haben, und das freut mich ungemein, ist das, was nur in diesem Moment hier entstanden ist und was nur in diesem Moment auch erlebt werden konnte. Man kann es aufzeichnen und erzählen und weitergeben, aber dieses Singuläre, dieser Momentaufnahme, das reizt mich an Super 8, zusammen mit den ganzen tollen Medien, die wir hier haben. Super 8 ist super kurz, super intensiv und im Moment. Mhm. Und ich glaube, den Moment konnten wir heute zelebrieren und auch für die, die draußen zugeschaut haben, so ein bisschen anlocken, auch im nächsten Jahr hierher zu kommen. Nicht nur für die Super 8-Abende natürlich auch, aber auch fürs Filmfest Bremen. Und wir haben aber noch, bevor wir den Dank aussprechen und noch den letzten kleinen Schmankerl ankündigen, haben wir, glaube ich, noch Blumen zu verteilen. Ja, wobei ich würde sagen, vielleicht erst den Dank, dann die Blumen. Das ist vielleicht, dann haben wir... Wir machen erst den Dank, ja, dann kommt das und dann die Blumen. Genau. Denn wir bedanken uns natürlich ganz herzlich in erster Linie beim Filmfest Bremen bei Ilona Rieke und Matthias Greving, dass dieser Abend heute so stattfinden konnte und ihr so ein Herzblut habt für Super 8. Vielen, vielen Dank an euch. Und wir danken natürlich dem Publikum hier drin, dass es dieses Erlebnis nochmal intensiver gemacht hat. Und wir danken auch dem Publikum draußen. Und wie gesagt, notiert es euch schon mal für nächstes Jahr, Filmfest Bremen im April. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch zusammen. Und ich danke dir, es war schön an deiner Seite. Ich danke dir sogar auch. Du dankst mir sogar auch, hast du gerade noch überlegt, ob du mir dankst. Nein, es war schön, es hat Spaß gemacht. Es hat wirklich Spaß gemacht. Wir wurden letztes Jahr hier zum ersten Mal zusammengewürfelt für diesen Abend, muss ich sagen, ne? Aus dem Nähkästchen plaudern, und wir kannten uns vorher null. Haben uns an dem Tag im Grunde zusammengesetzt, Karten geschrieben, und ich habe schon damals gedacht, boah, ist die professionell, mit der muss ich weiterarbeiten. Und ich habe gedacht, wow, okay, der holt immer seine Sachen einfach so aus dem Ast das Ärmel. Nee, ist alles nur Show, ne? Deswegen, ist leider wahr, aber deswegen ergänzen wir uns hier auch ganz gut. Schön, dass wir das zusammen machen. Genau. Vielen Dank für den Abend, und ich würde sagen, wir verteilen jetzt Blumen. Jetzt verteilen wir Blumen, und ich darf mal ankündigen, dass dazu vielleicht schon der Miles, der ist nämlich irgendwo hier in der Nähe, uns noch eine letzte Nummer spielt. Und das finde ich brillant, denn der Abend ist eigentlich vorbei. Ja? Du hast jetzt das Final Word. Und ich würde jetzt noch mal gerne alle Teams, die heute hier mitgemacht haben, auf die Bühne bitten, denn wir haben tatsächlich die schon erwähnten Blumen. Und ich sage jetzt aber schon mal ans Publikum, vielen, vielen Dank. Danke an das geile Team, was hinter den Kulissen hier arbeitet. Danke ans Filmfest Bremen und an Jan und Alfred. Ja, das war's für dieses Jahr. Danke fürs Möglichmachen. Macht's gut. Habt einen schönen Abend. Tschüss. Komm nach vorne. Alle Filmschaffenden, bitte nach vorne. Sehr schön.